In diesem Video möchte ich euch gerne ein bisschen was zur Boden- und Handarbeit erzählen, zu den Unterschieden zu verschiedenen Führpositionen und Basisübungen, weil es da in letzter Zeit auch ein paar Fragen zu gab. Deswegen rollen wir das auch nochmal neu auf. So, die erste Führposition wäre aus der akademischen Reitkunst kommend, die Position vor dem Pferd. Vorteil ist auf jeden Fall, man sieht das Pferd die ganze Zeit, man kann es sehr gut mit der Gerte unterm Hals durch außen einrahmen und kann sehr gut die Paraden direkt auf die Nase geben. Der Nachteil ist auf jeden Fall, dass ich ziemlich weit weg bin von der Hinterhand und dass faule Pferde immer so ein bisschen mitgezogen werden. Das ist nicht so optimal. Aber ich kann ja auch relativ flexibel die Position daneben wechseln. Dann braucht man allerdings eine Wand zur Begrenzung oder das Pferd schon sehr gut an den Hilfen. So, beim Schulter rein sehen die Hilfen so aus. Da kann ich mit der Gerte gut Richtung innerer Schenkel gehen. Beim Travers würde ich den äußeren Schenkel über die Kruppe zeigen. So bringt man das dem Pferd auch erstmal bei, dass man wirklich erstmal ziemlich weit hinten antippt. Später reicht ein Heben der Gerte. Aber auch hier sieht man schon die Schwierigkeit. QB geht so ein bisschen sehr schleppend mit, sagen wir es mal so. Und ich erreiche eben schlecht die Hinterhand, um ihn da wirklich zu engagieren. Im Trab geht es auch. Da muss man als Mensch schon ein bisschen sportlich sein, um da rückwärts im Trabtempo mitzulaufen, beziehungsweise kann das Pferd eben auch nicht wirklich austraben. Das heißt, es muss schon sehr versammelt, im schlechtesten Fall eben einfach nur langsam traben können, damit ich vor ihm rückwärts gehen kann, ohne dass ich rennen muss, weil dann wird die Hilfengebung sehr unruhig. Das heißt, das ist eher für schon fortgeschrittene Pferde. Und dann könnte ich das Pferd zum Beispiel immer wieder mal um mich rumschicken im Trab, dass es mal schneller traben kann. Oder ich wechsle eben wieder, wie gesagt, die Position neben das Pferd. Hier sieht man, ich komme ganz gut an die Hinterhand, wenn ich dann hier wirklich touchieren will, gezielt, weil ich schon in mehr versammelter Arbeit bin. Das ist eine gute Möglichkeit. Oder man geht neben das Pferd, aber ein bisschen mehr auf Distanz, Richtung Longenarbeit. Dann kann ich das Pferd nämlich auch schön mal wegschicken, kann es aber auch jederzeit, wenn ich möchte, fließend quasi die Position wechseln, das Pferd wieder einsammeln und vor ihm rückwärts gehen, um mehr an noch präziser zu arbeiten, weil ich finde, hier bei der Longenarbeit geht es manchmal nicht ganz so präzise. Beziehungsweise, ja, kommt das auch ein bisschen aufs Pferd drauf an, ob das da gut mitmacht. Hier könnte QB immer noch schöner vortraben. Er hatte zu der Zeit zwar sehr fühlig auf dem steinigen Sandboden da. Deswegen, das kann man eigentlich noch besser nutzen oder das Pferd auch mal frisch rausgaloppieren lassen. Für den Schulhalt ist das super, da komme ich natürlich schön zur Hinterhand. Also bei dieser Führposition kann man echt ziemlich flexibel mit den Positionen sein. So, wenn man jetzt Handarbeit macht, damit meine ich den äußeren Zügel über den Hals haben, beide Hände an den Zügeln haben, neben dem Pferd gehen, hat es den Vorteil, ich habe eine Anlehnung zum Maul des Pferdes und ich kann auf jeden Fall Trab und Galopp viel besser arbeiten. Der Nachteil ist, die Pferde überbiegen sich oft im Kopf, im Hals und man sieht das nicht so wirklich von der Seite. Außerdem hat man meistens beim Seitwärts das Problem mit einem ausgebildeten Pferd, dass es dann zu viel seitwärts geht. Maulwinkel und bewege das Gebiss im Maul in den Maulwinkel als auch auf den Unterkiefer, bis das Pferd hier nachgibt, sowohl hier oben im Genick als auch am Unterkiefer. Und jetzt kaut er auch noch schön dazu. Aber Junge, dann stelle ich ihn wieder ganz gerade. Und dann versuche ich mal in die andere Richtung. Oft haben die eine schwierigere Seite, wo sie sich auch gerne mal verlehnen. Und das ist hier seine rechte Seite. Gut, da bleibe ich dann was länger dran, bis er sich wirklich gut darauf einlässt. Und das Ganze mache ich so 2 bis 3 Mal auf jeder Seite. Als Einstieg in die Arbeit, dann ist der Unterkiefer schon mal gut locker. Ah. Und das Pferd lernt sich wirklich im Genick zu stellen und nicht hier mit dem ganzen Hals rumzukommen. Und sich nur hier im Genick gut. Ah. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen die Hilfengebung und die Ausführung der Übungen aus dieser Führposition an. Man kann zum Beispiel gut mit dem Konterschulter rein oder Schenkel weichen, mit der Wand oder dem Zaun vor der Nase als Begrenzung anfangen. Da ist man schon in einer besseren Position, als wenn ich vor dem Pferd rückwärts gehe, weil ich eben seitlich bin und besser an die Hinterhand rankomme. Nachteil ist, wie jetzt, man sieht, das Pferd geht ziemlich stark seitwärts und ich habe hier noch nicht wirklich die Mittel,
um diesen rechten ausweichenden Hinterfuß zu begrenzen. So, die nächste Übung, die man hier machen könnte, wäre quasi das Übertreten lassen um mich herum. Da geht das Pferd auch noch ziemlich stark seitwärts. Das ist auch eher dafür geeignet, dem Pferd überhaupt an die seitwärts treibenden Hilfen ranzuführen oder um so eine gewisse Grundgymnastik für Hüfte und Hankengelenke mit seitlichem Überkreuzen herzustellen. Aber man sieht halt, Nachteil ist, der Trab wird so ein bisschen sehr flach, mit wenig Ausdruck. Das Pferd trabt auch ziemlich langsam und hat durch diesen engen Kreis oft mehr Gewicht auf der Vorhand. Aber es gibt halt Pferde, die sind so steif am Anfang, wenn man mit denen anfängt zu arbeiten, da macht diese Übung Sinn. Ich würde es nur nicht übertreiben und dann eben relativ bald zum Schulterrein übergehen, wenn das Pferd die Hilfen kennt und wirklich auf den korrekten Abstellungsgrad, gute Biegung und alles achten. Wenn das Pferd das an der Hand gut kann, wäre quasi der nächste einfachste Schritt, einen Reiter draufzusetzen und ich unterstütze vom Boden mit den Signalen, die das Pferd schon kennt aus der Handarbeit. Und der Reiter übernimmt nach und nach mehr die Hilfen. Das ist natürlich ein Luxus, wenn man zwei Menschen hat, die sich damit auskennen. Es geht auch alles alleine. Dauert nur eventuell ein bisschen länger. So, dann mal zum Schulterrein. Das Pferd kennt die Hilfengebung jetzt schon. Wichtig ist hier der äußere Zügel, den sieht man hier ganz schön über den Hals. Der rechte Zügel, den braucht man ganz viel, um die Schulter einzufangen und um dem Pferd da so einen ganz leichten Kontakt zu geben. Der innere Zügel ist ziemlich locker und kümmert sich, wenn überhaupt, nur um die Stellung. Ich finde auch, es kommt völlig auf das Pferd und auf den Ausbildungsstand drauf an, ob du eine Abstellung von 3 oder 4 Hufschlägen wählst. Für 4 Hufschläge muss das Pferd schon relativ gut versammelt sein und aufgerichtet. Und 3 Hufschläge ist erstmal einfacher, aber hat natürlich auch einen geringeren Wert an Gymnastizierung quasi. Deswegen eher mit weniger anfangen und sich dann langsam an das Höhe, an mehr Abstellung rantasten. Hier auch im Trab unbedingt immer mal wieder frisch vorwärts lassen zwischendurch. Das haben wir jetzt gerade nicht gefilmt. So, wenn man dann zum Beispiel im Travers arbeitet, in dieser Führposition neben dem Pferd, dann kann man nicht schön Einfluss auf das unterkreuzende äußere Hinterbein hier nehmen, in dem Fall auf das, ja, also jetzt auf das rechte Hinterbein und kann so Travervolten von mir weg oder Renversvolten von mir wegführen. Das ist fast ein bisschen einfacher, als wenn ich vor dem Pferd rückwärts gehe. Der Nachteil ist aber auch hier, ich habe auf dieses linke Hinterbein, das jetzt hier seitlich so ein bisschen einen sehr kurzen Schritt nur zur Seite wegmacht, da habe ich keinen Einfluss drauf in dieser Führposition. Also da müsste man vielleicht zwischendurch auch mal wieder in die Position vor das Pferd mit Kappzaum wechseln, um dieses Hinterbein wieder mit nach vorn unter den Schwerpunkt zu schicken. Deswegen, man muss sich auch nicht festlegen auf eine Führposition. Man kann ja schauen, was das Pferd gerade braucht, welche man lieber wählt. Für den Galopp würde ich auf jeden Fall neben das Pferd wechseln. Das wird sonst sehr mühsam rückwärts laufend oder das Pferd muss schon wahnsinnig versammelt galoppieren können. Und der Nachteil ist hier allerdings, wenn ihr mal darauf achtet, im Galopp stellt Cubi sich dauernd in so eine Schulterreinposition und das äußere Hinterbein fällt leicht nach außen aus. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil, weil da muss das Pferd entweder schon sehr gut die Traverhilfe annehmen mit der Gerte über die Kruppe und einer leichten Körperdrehung von mir. Oder ich habe eben diesen ständig etwas unversammelten, weil nach außen ausfallenden Galopp. Deswegen, ich muss auch sagen, ich arbeite nicht so gerne Galopp an der Hand. Da setze ich mich dann tatsächlich lieber drauf. Da kann ich das Pferd viel besser einrahmen und helfen. Dasselbe geht natürlich auch in der gleichen Führposition, aber gebisslos, einfach am Kappzaum wie hier. Das Gute ist, in der Position kann ich auch schön Außengalopp arbeiten, wenn ich die Stellung nach außen ändere. Und so kann man sogar Galoppwechsel, ich glaube, das macht er jetzt hier einmal, ja, kann man auch Galoppwechsel an der Hand erarbeiten oder abrufen, wenn das Pferd die schon vom Sattel aus kennt. Hier arbeite ich übrigens auch fürs Travers mit meiner Körperdrehung. Achtet mal drauf, ich habe mich jetzt rückwärts gedreht, das kennt er als Signal für Kruppe herein. Jetzt drehe ich mich wieder vorwärts und schicke ihn wieder um mich herum raus. Gut, das nur so als kleinen Überblick, was möglich ist am Boden. Demnächst werden wir dann einzelne Übungen wieder mehr vertiefen. Dankeschön und bis bald.